Wie reagieren, wenn jemand einen Herzinfarkt erleidet? Mit Unterstützung vom Förderverein für Frühdefibrillation haben die Passanten von der Bahnhofstrasse zu Wiel den Ernstfall können üben. In so einer Situation ist es wichtig, dass man schnell und richtig reagiert. Sobald jemand bewusstlos wird, soll man den Notruf 144 wählen. Auch um Hilfe rufen in der näheren Umgebung, dass man mehr Personen hat, die helfen. Dann vielleicht umschauen, hat es noch immer den AED, das heisst automatisierten externen Defibrillator, der das Herz wieder in Gang könnte bringen. Das Gerät möglichst schnell holen, auf dem Brustkorb platzieren. Es hat Bilder, Abbildungen, wo man schauen kann, wo die Kleber ankommen. Die platzieren und die Geräte in Wiel sind vollautomatisch, die öffentlichen, die automatisch auch den Energiestoss abgeben. Nach dem Energiestoss oder auch bis man bereit ist mit dem AED, soll man zwingend Herzmassage machen auf dem Brustkorb, auf der Mitte des Brustbeins, 5 cm tief und mindestens 100 pro Minute durchdrücken. Bei der Übung ist nicht alles reibungslos gelaufen und die spontanen Teilnehmer haben auf Verbesserungspotenzial hingewiesen. Also angefangen mit dem Aufmachen von dem Kasten, dort hatte ich Mühe gehabt. Jetzt hat die Firma noch ein grösseres, besseres Zeichen hat, wo man mit der Hand, wo man muss Hand anlegen. Und im Apparat sollte es wenig möglich Säckchen haben oder so. Ich habe dann dort Säckchen aufgerissen, das falsche Säckchen genommen. Sachen, die im Ernstfall nicht passieren sollten. Und darum ist solches Feedback sehr wichtig. Allgemein ist die Übung bei den Teilnehmern gut angekommen und hat sehr real gewirkt. Ich bin jetzt schon nervös vor, obwohl es nicht 1-1 war. Aber schon der Gedanke, was muss ich machen, oder? Ist hilfreich gewesen von dem her. Ich glaube, ich wüsste es nächstes Mal doch. Ich habe jetzt halt einfach noch gar keine Erfahrung gehabt. Also ich habe noch nie so etwas machen müssen. Noch keinen Nothelferkurs und so. Und ja, er muss jetzt halt können helfen und sagen, wer wie wo. Ich weiß nicht, ob ich den Apparat gefunden hat. Und einfach ja, halt die ganze Aufregung und so ist auch gleich, auch wenn es fiktiv war, ist man gleich nervös gewesen, ob man alles richtig macht. Ich nehme an, also schief gehen kann sehr viel und es geht vermutlich auch viel mehr schief, als einem bewusst ist. Aber solange wir irgendwie den Kopf bei der Sache behalten, mehr oder weniger, sollte das schon schlussendlich gut rauskommen.